Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu The Witcher. Gar nicht wahr? The Legend of Zelda Twilight Princess HD Edition für die Wii U. So heißt es. Ja, sieht man, dass ich gerade eben noch Witcher gespielt habe? Ja, ne? Gut, reden wir mal mit Colin hier. Du Blaufuchs, die Angel, die ich gebastelt habe, ist jetzt fertig. Eigentlich wollte ich sie dir schon heute Morgen geben. Punkt, Punkt, Punkt. Aber Papa meinte, ich soll warten, bis du sie dir selbst abholst. Jetzt ist Papa gerade unterwegs, also fragst du am besten Mama danach. Sie müsste am Fluss sein. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück ins Dorf und schauen mal, was da so los ist. Wie gesagt, dieses Zelda-Spiel ist das Spiel mit dem langsamsten und meiner Meinung nach längsten Tutorial, bis man dann wirklich mit dem Spiel loslegt. Das dauert hier gefühlt eine Ewigkeit und es ist nicht sonderlich spannend, aber danach wird es halt richtig gut. Naja, wir legen mal los. Was hast du denn hier, Mann mit dem Kopf im Nacken? Oh, guten Morgen, Blaufuchs. Oder heute dein Freitag? Ich muss heute das Lager füllen, sagt meine Frau. Siehst du da oben auf den Bäumen, wenn du mit Hilfe von R die Perspektive wechselst, kannst du es mit R oder ganz leicht erkennen, also mit dem Pad. Dieses Bienennest da oben kann man sich ganz leicht herunterbekommen. Seit gestern ist unser Kader weg. Saira ist ganz niedergeschlagen. Ich muss sie irgendwie ablenken. Ja, ich gucke, ob ich ihn wiederfinde. Erstmal gucken. Also man kann jetzt hier mit dem Gamepad hier so, ne, schön das bewegen und dann gucken. Das ist ganz nett. So, da oben ist ein Bienennest. Also, Mission 1, Bienennest entfernen. Dann Schleuder kaufen. Das ist wohl der Laden. Da unten ist auch eine kleine Katzenklappe. Für die Katze. Süß. Hallo. Oh, da sieht jemand aber nicht glücklich aus. Was ist denn los? Du hier, Blaufox, so eine Überraschung. Willkommen. Sag mal, du hast nicht zufällig meinen Kater auf dem Weg hierher gesehen, oder? Nein. Gestern Abend habe ich ihn zuletzt gesehen. Seitdem kommt er nicht mehr her. Heim? Ich bin ganz krank vor Sorge. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Was soll ich nur tun? Mission 3. Katze zurückholen. Gut. Katze. Angel holen. Angel holen. Die gibt's von der Frau, die unten irgendwo am Wasser steht. Hey, Blaufuchs, hallo. Du kannst von da unten mit mir reden, wenn du mich mit ZL ansiehst und gleichzeitig A drückst. Was ist ein ZL? Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ach so, ZL, nicht ZR. Ja, ich bin doof. Reden. Ah, genau, so macht man das. Jetzt verstehe ich dich auch gleich viel besser. Was? Du solltest den Gören auch mal erklären, dass man lauter sprechen kann, wenn man jemanden mit ZL anvisiert und dann A drückt. Das musst du mal machen. Draußen auf die Straße latschen, irgend so ein Kind anlabern. Du weißt, dass du lauter sprechen kannst, wenn du ZL drückst, das ist höflich. Übrigens, Blaufuchs, du könntest auch einfach den Efeu verwenden, um hier hochzuklettern. Den da? Okay. Klettern wir mal den Efeu hoch. Hallo. Siehst du? Schon bist du da. Übrigens, ist das da drüben nicht die Katze von Saira aus dem Laden? Ja. Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Haus und starrt auf den Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht. Aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Na egal. Eigentlich wollte ich dir sowieso etwas ganz anderes sagen. Schau dir mal das Gras da drüben auf dem Felsen an. Ist das nicht die Sorte, auf der du immer flötest? Du, ich flöte auf ganz andere... Na egal. Ich habe mir gedacht, das interessiert dich vielleicht. Ist schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Du schaffst doch sicher mit Hilfe von L und Bewegen hierüber zu springen. Für dich doch kein Problem. Nö, du, das sollte kein Ding sein. So, wollen wir mal pflücken. Und flöten. Was kommt nun angeflogen? Klingt nach einem Adler. Oder Falken. Sieht eher nach einem Falken aus. Yo, der gehorcht uns jetzt. So, mal gucken. Mit diesem Falken können wir bestimmt das Nest hier runterholen. Achtung, 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 Achtung. Ich kann jetzt auch mit dem Gamepad hier zielen.
Also ist ganz nice gemacht. Also hat man ja doch irgendwie wieder so ein bisschen Wii-Motion gedönst. Halt nur nicht mit der Wii-Mode, sondern mit dem ganzen Pad. Und los! Dots! Kaputt gemacht! Na, ich hoffe, er freut sich jetzt. Schnacken wir mal mit ihm. Na? Mann, mit dem Kopf im Genick. Das habe ich gesehen, Blaufuchs. Super, unglaublich. Ich mühe mich da mit Steinen ab und du rufst einfach einen Falken? Ich wollte das Nest doch runterholen, aber jetzt bist du mir wohl zuvor gekommen. Jo, dann darf ich mir auch die Belohnung holen, oder? Da ist bestimmt irgendwas Tolles runtergefallen. Gut, hier jetzt nicht. Hier haben wir immer ein bisschen Rubine. Ja. Und dann klettern wir die Ranke nach oben. Au, klettern, nicht dagegen rollen. Also ich muss sagen, dieser Efeu sieht schon so ein bisschen merkwürdig aus. Als hätte den jemand mit Absicht hier positioniert, damit man da hochklettern kann. Er ist auch sehr seltsam gewachsen. Aber gut, so ist die Natur hier in Ordon halt, ne? So, jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Okay. Okay. Ah ja. Du hältst 5 Rubine. Mal sehen, ob der Bug noch da ist, dass das jedes Mal, wenn man das, die Konsole neu startet, wieder diese Kästen kommen. Jedes Mal erzählen die mir, was das für Rubine sind. Du hältst 10 Rubine. Dankeschön. Und kann ich da runterspringen, ohne zu sterben? Ausprobieren. Wow. Ja, läuft doch. Gut. So, jetzt müssen wir nochmal wieder da hochklettern. Denn wir brauchen ja noch die Angel. Und die Angel kriegen wir wie folgt. Wir springen hier rüber, dann hier auf das Dach. Gehen ein bisschen über diese Ziegel. Darüber, darüber. Da gibt es nochmal 5. Und dann können wir hier wieder flöten. Rufen wir uns den nächsten Falken herbei. So. So, da kommt er auch schon. Das dauert seine Zeit, ne? Also, mal eben schnell einen Falken rufen geht es nicht. Und dann kann man nämlich hier diesen Affen da anzielen. Ja, los. Der hat nämlich ein Weidekörbchen gestohlen. Und das holen wir uns jetzt wieder zurück. Beziehungsweise der Falke hilft uns dabei. Zack. Sehr gut. Und diesen Weidekorb bringen wir nun schwanger. Dann ist sie sehr glücklich und gibt uns die Angel. Hallo, schwanger. Blaufuchs, diesen Weidenkorb hatte ich schon überall gesucht. Ich hatte ihn damals geflochten, als mein erstes Kind unterwegs war. In all den Jahren ist er mir sehr ans Herz gewachsen. Hast du ihn etwa extra gesucht, damit du ihn mir bringen kannst? Danke, vielen, vielen Dank. Da fällt mir ein, ich habe hier noch was, das ich dir geben sollte. Würde es dir etwas ausmachen, diesen Weidekorb für mich ein Stück zu tragen? Bis zu mir nach Hause? Ja, doch, wenn das sein muss, ne? Also, okay. Ich krieg ja was dafür. So, jetzt, kannst du nicht schneller? Du dicke, runde Kugel? Nein, kann sie nicht. Schwanger braucht ihre Zeit. Ja, so ist das halt, ne? La, 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 la. Na, komm, berg hoch. Da sind wir doch. Vielen, vielen Dank, Blaufuchs. Ach ja, da war doch noch etwas, das ich dir geben wollte. Also gut, hier für dich. Du hältst die Angel, eine einfache Angel mit Pose. Lege sie im Itembildschirm auf Y, X oder R. Wirf sie mit dem entsprechenden Knopf aus und halte ihn erneut gedrückt, sobald ein Fisch angebissen hat. Ah, gedrückt halt. Du kannst auch ohne Köder Fische fangen. Manche Arten beißen aber nur an, wenn du einen Köder hast. Sie ist zwar sehr einfach, aber mein Sohn Colin hat sie selbst gemacht und sein Vater hat ihm dabei geholfen. Vielleicht hast du ja gelegentlich Lust, sie einmal auszuprobieren. Ja, da hinten ist so eine Katze, die verzweifelt versucht, einen Fisch zu angeln. Ich glaube, die würde sich freuen, wenn wir ihr helfen. So, machen wir das auch noch kaputt. Du hast da übrigens hier, ich habe da gerade ein Loch in die Wand. Guck mal hier, da, du hast ein Loch im Haus. Du hast ein Loch im Haus. Hol dir mal jemanden, da kommen Mäuse rein und so. Das ist nicht gut. So. Dann schmeißen wir noch ein paar Kürbisse kaputt. Wir brauchen nämlich Geld für die Schleuder. Die kostet, glaube ich, 30. Jetzt haben wir 30. Das haut ja eigentlich ganz gut hin. Aber wir machen trotzdem noch ein paar Kürbisse. Hey, mit Essen spielt man nicht.
Ich spiele nicht mit dem Essen, ich werfe damit. Ja, das ist ein Unterschied. Außerdem habe ich ja keine Rubine in den Kürbis eingearbeitet. Das muss ja einer von euch gewesen sein. So. Weiter geht's. Wir helfen jetzt erstmal der Katze. Aber erstmal noch hier hoch. Das sieht doch nämlich irgendwie so aus, als könnte man sich da noch irgendwas Tolles holen. Da ist ja noch Kürbisse. Dass hier überall Kürbisse wachsen. Ist das das Kürbisdorf oder was? Jo, gib mal her. Uah. Das nehmen wir auch noch. Jo, 5 Stück. Sehr gut. Kommt die Kohle rein. So, dann können wir da hochklettern. Zack. Zack. Oh, siehst du. Das sind Hühner. Hoffentlich muss ich hier nicht auch wieder Hühner einsammeln. Weil irgendjemand eine Hühnerallergie hat. Ah, hier kann man wieder ein... Oh, nein! Verdammt, da kann man wieder einen Falken rufen. Nur, wahrscheinlich kann man von hier aus auch eigentlich das Nest wegballern. Weil ich habe jetzt nichts anderes gesehen oder ich sehe nichts, wofür wir jetzt noch einen Falken bräuchten. Hoch, hoch. Nö. Da. Der Falke auch Geld holt. Probieren wir das aus. Hey Falke, holst du auch Geld? Holst du auch Geld? Ja? Nein? Probieren wir es aus. So, Falke, pass auf. Da unten sind 10 Rubine. Er holt mir die nicht. Na gut. Müssen wir anders irgendwie hinkommen. Okay, das hat nicht geklappt. Da muss es einen anderen Weg hingeben. Aber gut, das machen wir später. Wir helfen jetzt erstmal der armen Katze. Dafür benutze ich jetzt mal mein Item-Menü. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich habe jetzt auf dem Pad habe ich die Item auf und kann die jetzt per Drag und Drop zuweisen. Ich habe das jetzt eher zugewiesen. Ich glaube, ich kann das euch auch so zeigen. Ne, hier sehen wir so Ausrüstung. Ne, ihr seht das jetzt nicht, aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, ne? Item-Equippen sehen. Dafür habt ihr mehr auf der Map zu sehen. Auf der Map, auf dem Bildschirm. Man könnte versuchen, dieses Pad halt einzublenden, aber da ist meistens wirklich nichts Relevantes irgendwie drauf. Deswegen lasse ich das immer. Und weil ich technisch momentan keine Möglichkeit dazu habe, aber das nur nebensächlich. So, dann mal gucken, bis da was anbeißt. So weit, so gut. Und jetzt! Jawoll, ziehen, ziehen, ziehen. Das sieht jetzt sehr merkwürdig aus. Wie angelt der Mann denn? Ein Grünkieme, 27 cm. Ein beliebter Fisch, den man überall finden kann. Drücke nach unten, um deinen Fang auf dem Ausrüstungsbildschirm zu begutachten. Drücke A, um ihn freizulassen. Ich überlasse ihn jetzt erstmal der Katze. Die damit schnurstracks nach Hause rennt. Okay. So, weglegen. Dann auf in den Shop. Ich habe das Gefühl, wir dürfen uns jetzt die Schleuder kaufen. Irgendwas sagt mir, dass das jetzt wohl gehen wird. Also los. Rein in den Laden. Zack. Und Schleuder gekauft. Ah, Blaufuchs. Du musst dir anhören. Es ist völlig unglaublich. Mein kleiner Blaufuchs ist zurückgekommen. Wieso heißt die Katze wie ich? Und stell dir vor, er hat sogar einen Fisch mitgebracht. Er hatte sicher Angst, dass ich sonst sauer auf ihn bin. Sieh ihn dir nur an. Ist er nicht süß, wie er so friedlich seine Milch trinkt? Du solltest auch einen Schluck probieren. Und weil ich heute so glücklich bin, geht diese Runde sogar aufs Haus. Du hältst eine halbe Flasche Milch, lege sie auf Y, X oder R und trinke sie, um bis zu 3 Herzen wieder aufzufüllen. Ist die Flasche leer, kannst du mit Hilfe von Y, X oder R etwas hineinfüllen. Ja, cool. Aber nein, die leere Flasche musst du nicht zurückgeben. Verwende sie ruhig, um etwas anderes hineinzutun. Ich glaube nicht, dass du so etwas machst, aber die jungen Leute heutzutage werfen ja alles gleich weg. Also, was kann ich für dich tun? Was kann ich dir verkaufen? Sieh dir die Waren ruhig mit Hilfe des Joysticks in aller Ruhe an. Milch, Bienenlarven, idealer Köder zum Angeln. Schleuder, da mit 50 Kugeln, 30 Rubine, Kinderspielzeug, aber Achtung, Treffer können böse wehtun. Ja, gut zu wissen.
Die Schleuder kostet 30 Rubine. Willst du sie kaufen? Gekauft. Dass du ausgerechnet eine Schleuder kaufst. Haben dich etwa die Kinder dazu überredet? Nein. Ach ja, bevor ich's vergesse, wenn dir die Kugeln ausgehen, kannst du auch Kürbiskerne als Munition verwenden. Deswegen wachsen hier überall Kürbisse. Du erhältst die Schleuder. Lege sie mit im Itembildschirm auf. Y, X oder R, maximal trägst du 50 Kugeln. Halte den Kopf, den Knopf gedrückt und ziele mit L. Okay. Haben wir verstanden. Komm bald wieder. Jo. Vorbei. Geht los. Jetzt haben wir die Schleuder. Jetzt gucken wir mal auf die Zeit. 3 Minuten, ja, da geht noch was. Ne? Dann gehen wir mal nach Hause und zeigen den Kindern, was wir da Tolles haben. Ich muss sie nur gerade auf dem Item-Menü. Ich packe die mal am schlausten auf Y. So. Dann sind wir ausgerüstet. Ja, das ist schon praktisch. Vor allem, man kann unten auf dem Tablet sich jetzt die Karte auch anzeigen lassen. Dann hat man halt immer die Dungeon-Karte offen. Das ist ganz cool. Blaufuchs, genau richtig. Ich bin fertig mit der Arbeit und habe es in dein Zimmer gebracht. Ah, und du hast die Angel abgeholt. Da wird sich Colin freuen. Und man kann wirklich erstaunlich gut mit dir angeln. Ach, hast du schon ausprobiert, das Ding? Ich dachte, die wäre für mich. Aha. Also dann, bis später. Tschüss. Schönen Tag erstmal noch. So, da sind die Kleinen. Hallo, guck mal, was ich habe. Ah, du hast ja eine Schleuder. Super, Blaufuchs, du hast sie also gekauft. Jo. Und du? Schleudertrainingslager oder was? Jo, sieht danach aus. Habt ihr mal gerade ein paar Ziele für mich aufgebaut? Alles vorbereitet. Also, an den Zielscheiben und den Vogelscheuchen kannst du uns zeigen, wie toll die Schleuder funktioniert. So ein Kinderkram. Es sind eben noch Kinder, Blaufuchs. Mach ihnen einfach die Freude. Okay. So, wir fangen jetzt erstmal an. Und zielen. Ah, das machen wir jetzt auch mit dem Pad. Cool. Zack. Oh, Wahnsinn. Getroffen, getroffen. In der Gebrauchsanweisung steht, man kann Zielen in der Nähe mit Hilfe von ZL anvisieren. Na also, die interessiert sich auch dafür. War klar. Ich mag diesen Kleinen da. Ich muss mir mal vorstellen, dass er mal mit so einer grummeligen, bösen Stimme spricht. Also, wir können anvisieren und schießen. Zack. Oh, ey. Nächstes Ziel bitte. Nächste Scheuche. Okay. Und den Rest machen wir so. Potz. Oh, war knapp. Potz. Oh, dran vorbeigeeiert. Okay. Und den noch. Läuft doch, Leute. Wow, super, Blaufuchs. Wow, danke, Blaufuchs. Man tut, was man kann. Wenn ich euch damit glücklich machen kann, dann freue ich mich doch auch. Du bist wirklich fantastisch, Blaufuchs. Übrigens, Blaufuchs, hat Colins Vater nicht eben irgendwas gebracht? Ah, genau, aber was ist es eigentlich? Los, zeig schon. Ganz ruhig, Mann. Was seid ihr denn für gestresste kleine Kinder? Also erstmal nach Hause gucken, was der uns da abgeliefert hat. Öffnen. Du. Oh, endlich zu Hause. Eigentlich müsste man sich jetzt erstmal hinlegen. Oh, wer hat denn diese kleine, unauffällige Truhe hier mitten in meinem Haus hingestellt? Wollen wir sie mal öffnen? Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Ja, wollen wir. Mir fehlt irgendwie dieses Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel, diese Spannung, die sich immer aufbaut, ja? Du erhältst das Holzschwert. Es ist sehr gut gepflegt. Um es zu verwenden, musst du einfach nur B drücken. Okay. Geht wohl nicht in die Haus. Muss ich das ausrüsten? Ausrüstung. Holzschwert. Gott, wie schön aufgelöst das ist. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir können dann jetzt das Haus wieder verlassen. Ich gucke nur gerade mal. Wir haben noch 12 Sekunden. Lohnt sich nicht mehr wirklich. Deswegen breaken wir einmal gerade hier im Haus. Wir versuchen mal das Speichermenü auszuprobieren. Mal sehen, wie das geht. Speichern. Okay. Kann ich auch hier unten drücken? Laufen. Ja, nerv nicht. So. Ja. Ja. Bitte betätige nicht den Powerschalter. Möchtest du weiterspielen? Ja, wir machen gleich noch einen Part, ne? Okay. Ich bedanke mich dann erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder.
Bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.